Hallo Leute und willkommen zum nächsten Boxenfunk. Hier sind die Antworten auf eure Fragen. Ich habe euch aber Instagram gefragt, ob ich den nächsten Boxenfunk machen soll, eure Fragen beantworten soll. Und ihr habt natürlich mit Ja gestimmt, was ich mir fast schon denken konnte, und mir fleißig Fragen geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und da will ich jetzt einige davon beantworten. Ich glaube, es sind 15 oder 16 Stück, die alle von euch kommen. Also wenn ihr fleißig in den Kommentaren mir immer wieder Fragen stellt, egal um was es geht, immer wieder rein damit, dann kann ich die natürlich beantworten. Also kommen wir direkt zu Frage Nummer 1. Res23.05, der fragt nämlich, welches Auto würdest du gerne mal fahren? Wie findest du den AMG GTS? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Wie finde ich den AMG GTS? Ist ein geiles Auto, ist natürlich so die Stufe vorm GTR. Super geiles Auto, aber trotzdem gefällt mir immer noch der GTR natürlich am meisten. Der GTC gefällt mir auch richtig, richtig gut. Wird auch noch ein Video dazu kommen zum GTC, also lasst euch da mal überraschen. Und ja, also GTS geiles Auto, aber der GTR gefällt mir doch lieber. Und welches Auto würde ich gerne mal fahren? Das ist eine gute Frage und eigentlich lässt sie sich ganz einfach beantworten. Ich bin ja aus dem schönen Osten der Republik, aus Leipzig, und wohne jetzt in Leipzig. Ich bin noch nie in meinem Leben als Ossi Trabi gefahren. Ich bin noch nie Trabi gefahren. Trabi für die Jüngeren, die euch das nicht kennen. Das hier, das ist ein Trabi. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Frage Nummer 2 ist von Dennyvar88 und der fragt, in welchen Punkten unterscheidet sich das Fahrverhalten zwischen AMG GT4 und AMG GT3? Der AMG GT3, der ist ein reines Aerodynamikauto, das heißt, er fährt wirklich ganz, ganz viel auf Aerodynamik, heißt also über die Flügel müsst du schnell in die Kurve reinfahren, um viel Anpressdruck zu haben. Das unterscheidet sich da schon mal, ist ein bisschen leichter das Auto, das heißt auf der Bremse auch schon mal, kannst du später bremsen, anders bremsen. Das sind so die zwei größten Merkmale, die das Auto einfach unterscheidet, während der GT4 mehr auf mechanischen Grip fährt und weniger über die Aerodynamik schon so ein bisschen, aber nicht bei weitem nicht so viel wie beim GT3. Du kannst da viel mehr oder musst viel mehr mit Stabilisatoren, mit Sturz und Spur arbeiten und so, und auch als Fahrer viel, viel mehr arbeiten. Ich nenne es mal so ein bisschen back to the roots, also wirklich mehr arbeiten da im Auto, das ist so der größte Unterschied. Du musst viel langsamer in die Kurve reinfahren als beim GT3 zum Beispiel. Das sind so im Fahrverhalten hauptsächlich die größten Unterschiede. Die nächste Frage, der kommt von dieses Niklas, ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Was ist der Unterschied zwischen Lenkrad und Controller für dich? Ihr wisst ja vielleicht, oder die es noch nicht wissen, ich mache ja auch ab und zu ein paar Gaming-Videos, momentan noch mit Controller, wobei ich kann euch sagen, mein Lenkrad ist zurück und ich kann ab jetzt mit Lenkrad fahren. Mega cool, ich habe schon ausprobiert. Momentan bin ich ja in Barcelona unterwegs, aber wenn ich wieder zurück bin, gibt es dann wieder Gaming-Videos und dann direkt mit Lenkrad. Und was ist der Unterschied zu mich? Na klar, du kannst es nicht bei weitem nicht so gut steuern. Also ich kann es überhaupt nicht mit dem Controller so feinfühlig lenken, Gas geben und so weiter. Gas geben geht hinten mit den Tasten, aber gerade mit dem Controller zu lenken, ich hack da immer und bei mir sieht das immer so aus, also komplett untypisch. Deswegen ist es für mich so der ganz große Unterschied. Mit dem Lenkrad ist es natürlich viel einfacher, wie im Auto. Wie im Auto sitzen, deswegen viel, viel besser. Das ist der Grund, Niklas. Die nächste Frage kommt von Tino Schulte. Der Tino fragt, hey Jan, meine Frage, kann man dich irgendwo treffen oder sonst irgendwie mit dir einen Kontakt aufnehmen? Kontakt aufnehmen hast du ja schon gemacht, also demzufolge, wenn du mir eine Nachricht schickst, hast du ja schon Kontakt aufgenommen. Ich habe es ja auch gelesen, also der Kontakt ist schon mal hergestellt. Treffen kann man mich immer, jederzeit, also wenn ich irgendwo auf Events bin oder Nürburgring, VLN, was weiß ich. Kommt einfach vorbei, schreibt mir vielleicht bei Instagram. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich nicht immer jedem antworten kann, weil ich kriege echt viele Nachrichten. Versuch's natürlich immer, aber nehmt es mir nicht übel. Aber schreibt mir, wenn ihr da seid, kommt rum, sprecht mich einfach an. Ich bin immer offen, egal wo ich bin, egal was los ist. Immer einfach Hallo sagen und dann können wir da auch ein Bläuschen halten, auf jeden Fall. Ansonsten will ich auch gerne mal eventuell ein Fan-Treffen machen. Also müssen wir mal gucken, wie wir das geil organisieren, wie wir das machen, was wir da machen können. Ist auf jeden Fall eine Idee. Ich weiß nicht so genau, wie ich es mache. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Schreibt es mal in den Kommentaren rein, was man da machen kann. Es sollte nicht einfach nur so ein Treffen sein. Der Nico5616, der schreibt, bei welchen Rennen wirst du dieses Jahr noch starten? Das ist eine gute Frage. Also momentan geplant ist leider nichts, Nico. Vielleicht habe ich das Glück, noch bei VLN 9 beim letzten VLN-Rennen nochmal zu fahren. Das steht aber noch nicht fest. Ansonsten war es leider rennmäßig für mich dieses Jahr. Noch ein bisschen was zu testen und so. Ja, muss ich dann auch nächstes Jahr hoffen, dass es dann wieder direkt losgeht. 918 Philipp, der fragt, hey Jan, bei welchen Neuwagen mit um die 100 PS und unter 12.000 Euro empfiehlst du? Also ein klassisches Anfängerauto. PS sollte nur 3 Töne haben und ordentlich Fahrspaß machen. Würde mich freuen, wenn du das mit in dein Video nimmst. Mega interessant, aber Neuwagen mit 100 PS unter 12.000 Euro, oh, was haben wir denn da? Da muss ich selber, glaube ich, erstmal nachgucken.
was gibt es immer noch? Ich habe nicht mein Handy liegen, muss mal aufhören. Das machen wir jetzt direkt mal. Also. Hier, guck mal. Opel Corsa E-Active. 90 PS. Das ist vielleicht was, ja, also 90 PS oder 100 PS, ganz ehrlich, die 10 PS merkst du nicht mehr. 11.990 Euro, das ist echt was. Also Corsa ist, finde ich, ganz cool eigentlich zu fahren. Sehr Ibiza, auch geiles Auto, muss man sagen. Also hat man immer Anfänger, das sind schon coole Autos. Fabia, ja, wäre auch noch eine Variante. Aber ganz ehrlich, so Corsa oder so Ibiza, wäre das vielleicht was. Also kannst du machen. Die nächste Frage kommt von Antonio Kubi. Und zwar, willst du den Project One fahren? Project One, für die, die es nicht wissen, ist ja das neue Hypercar von AMG mit dem Namen Project One. Ganz ehrlich, ich glaube nein. Ich glaube, ich werde das Auto nie fahren. Zum einen sind Sammlerautos, die vielleicht nie gefahren werden, generell nicht. Und zum anderen, ich glaube, da haben wir andere Kaliber bei uns, bei AMG und so weiter, die das Auto fahren könnten, so ein Bernd Mailänder, Bernd Schneider und so weiter und so fort, die ganzen DTM-Fahrer oder. Ich glaube, die kommen dann eher da zum Zug als ich. Eine nächste Frage kommt von Moonlight Cannon. Ich filme mal mit Sony, darf man das dann beantworten? Hast du weitere Ziele und Wünsche im Motorsport? Ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass es noch lange weitergeht. Der Markt wird aber immer schwerer, ihr habt es gehört, DTM, Mercedes-Fahrer werden dann dadurch auch frei, wenn die aufhören und so weiter und so fort. Es wird eben alles immer schwieriger, deswegen wünsche ich mir, dass ich noch weitermachen kann. Ziele, ja, mein Ziel ist natürlich irgendwann mal das 24-Stunden-Rennen zu gewinnen, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass ich hier versuche, da irgendwie noch weiterzukommen, DTM, Formel 1 oder was auch immer. Ich meine, ich bin jetzt 31, alter Sack bin ich. Deswegen, das ist mein Ziel, so nochmal 24-Stunden-Rennen zu gewinnen, vielleicht mal Le Mans fahren, also jetzt nicht irgendwie weiterzukommen oder so. Das sind so meine Ziele, die ich eigentlich habe. Wundert ihr euch eigentlich auch, warum ich so nasal spreche, so schön durch die Nase? Ich bin nämlich komplett erkältet. Also wundert euch nicht, wenn gleich mal die Tränen runterlaufen. Ich habe mich jetzt komplett flach gelegt. Ring Photography, ich glaube, ist am Nürburgring zu Hause, wenn ich das immer sehe. Ich glaube, bei dir auf Instagram, glaube auch am Nürburgring sehe ich damals so Fotos, also von der Autoline natürlich. Mit wie viel Jahren Führerschein und was war dein erstes Auto? Also, ich habe meinen Führerschein gemacht, also den Moped-Führerschein mit 15, also dass ich dann mit 16 fahren durfte. Mein Autoführerschein mit 17 gemacht, dass ich dann mit 18 fahren durfte. Bei mir gab es noch nicht mal 17, mit 17 mit dem begleiteten Fahren. Seit ich 18 bin, fahre ich Auto. Mein erstes Auto war ein BMW 318 Ti Kompakt. Das war mein allererstes Auto und mit dem hatte ich gleich am ersten Abend einen Unfall. Sorry für alle Umweltschützer, ich habe einen DAX überfahren. Der DAX hat er überlebt, meine Stoßstange nicht. DAX ist weggerannt, Stoßstange war einmal. Das war mein allererstes Auto, was ich hatte. Als ich meinen Moped-Führerschein gemacht habe, durfte ich direkt schon Auto fahren. Und das war ziemlich witzig eigentlich. Also ich bin schon mit 15 im Auto in die Schule gefahren und so. Hat so ein bisschen lustig. Ich hatte natürlich keinen Führerschein, aber das durfte ich. Der Dennis 43456. Der fragt, was hältst du von Brabus? Ja, Brabus, für die, die es nicht wissen, ist ja so ein Mercedes-Tuner, wenn man das so will. Ja, die machen schon ziemlich cooles Zeug, wobei manches finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, weil es einfach ein bisschen too much ist manchmal. Aber generell machen die schon gutes Zeug. Also ja, kann man sich angucken, aber wie gesagt, ich persönlich nicht so meins. Der Moflitz-1112. Ey, ihr müsst mir mal schreiben, wie ihr auf die Namen kommt. Kommst du mal nach Weimar? Also pass mal auf, Moflitz. 1112. An Weimar fahre ich ungefähr gefühlte zweimal die Woche vorbei. Ich glaube, ich war noch nie in Weimar. Direkt in der Stadt nicht. In der Schulklasse damals war ich an der Gedenkstätte Buchenwald oben. Sag mir, was soll ich in Weimar machen? Dann komme ich mal zu dir vielleicht. Jetzt wird es richtig schwierig bei dem Namen. Xovanyox. Glaube ich. Also zumindest Xovanyox. Fragt, wie viel reist du im Jahr? Also mit dem Auto generell, nur mit meinem Auto privat, fahre ich um die 50.000 bis 60.000 Kilometer. Dazu reise ich halt extrem viel. Also ich bin, man kann sagen, zwischen 200 und 220 Tage im Jahr unterwegs. Also nicht zu Hause, wo ich nicht zu Hause bin, gar nicht tagsüber. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, meine Eltern oder ich selber arbeite ja auch 220 Tage im Jahr. Korrekt, aber du fährst früh auf Arbeit oder die fahren früh auf Arbeit und am Nachmittag wieder da. Das ist bei mir einfach nicht der Fall. Es macht einfach Bock. Also klar, ich verdiene damit mein Geld, aber auch es macht einfach Spaß, die Events zu machen. Gerade wenn ich bei euch jetzt mehr auf Reisen bin, wenn ich Videos machen kann und so weiter und so fort. Macht schon Spaß.
Remix Driver. Du schreibst öfter, fragt, kannst du vielleicht dein nächstes Rennen mal mit einer GoPro streamen? Würde ich gerne machen. Also zum einen mit einer GoPro streamen, kann man das überhaupt? Weiß ich nicht. Generell will ich ja gerne auch euch Onboards zeigen, und es ist aber immer schwierig. Ich muss das natürlich auch immer abstimmen, dass ich das Material zeigen darf. Zum einen natürlich mit denen, die es aufgenommen haben. Ich kann natürlich selber eine GoPro reinhängen. Da muss ich es aber auch wieder abstimmen, dass ich das auch zeigen darf. Alles nicht so einfach. Deswegen, ja, ich will das euch gerne zeigen. Auch so einfach eine Runde durchlaufen lassen und dann mal kommentieren und so weiter, wie ich das schon im SLS gemacht habe. Ist aber nicht so einfach, ehrlich gesagt. Sobald ich da was habe und sobald ich es darf und sobald ich es machen kann, kann man das auch. Nürburgring Footage Channel. Nürburgring Footage Channel. Aber du hast das geliked, dass ich ja die Nordschleife geil finde. Obwohl du am Nürburgring da irgendwas zu tun hast. Ich hätte da mal eine Frage, bei wie vielen Rennwagen ist. Bei vielen Rennwagen ist es ja so, Formel 1, AMG GT3, Porsche Cup etc., dass in den Kurven oder im Pit-Limiter die so knattern, also so brrr, geil. Ist das eine Traktionskontrolle, die eingreift? Wenn die Räder durchdrehen, kommt dieses Geräusch oft auch bei der Formel 1. Zwei verschiedene Gründe. Das eine ist die Traktionskontrolle und das andere ist der Speedlimiter. Also fangen wir mal mit der Traktionskontrolle an vielleicht. Um das Auto zu stabilisieren, wird dann auch Zündung weggenommen. Das heißt also, der zündet ein bisschen anders, den Motor und so weiter und so fort. Und das ist dieses Brummen, was du dann hörst. Und das ist vollkommen richtig. Also das kommt vom Motor, das Geräusch. Und weil er einfach der Zündung wegnimmt, um einfach das Auto wieder zu stabilisieren, das ist nicht mehr beschleunigt. Deswegen hörst du dieses Geräusch. Und das Gleiche ist eigentlich auch beim Pit Speed Limiter. Das heißt also, da ist es so, dass auch Zündung weggenommen wird. Er fährt dann nicht mehr auf allen Töpfen, sozusagen, wie man so schön sagt. Und damit du nicht zu schnell wirst. Das ist einfach das wird dann begrenzt dadurch auf diese 60 km/h zum Beispiel in der Boxengasse. Nächste Frage kommt von Mr. Nürburgring. Wirst du in Zukunft auch noch des Öfteren GT3 Autos fahren? Also speziell auf dem Nürburgring, oder fährst du ab jetzt nur noch GT4? Ich hoffe, dass ich noch weiterhin viel GT3 fahre, weil das ist eigentlich mein Metier. Wobei die GT4 ist so ein bisschen die Zukunft. Ich bin jetzt einige Rennen auf dem GT4 gefahren, habe das Auto ja mitentwickelt und so. Aber generell hoffe ich natürlich, dass ich noch einige Rennen im GT3 fahren darf. Vielleicht sogar dieses Jahr. Last but not least, NKLSCHRRRS. Ich glaube, du hast aber, woanders hast du noch Niklas Schere. Wie bist du zum Motorsport gekommen? Ich sage immer, hätte meine Familie Klavier gespielt, würde ich jetzt Klavier spielen. Also mein Vater ist früher Autorennen gefahren, mein Bruder ist früher Autorennen gefahren und demzufolge war ich dann mit. Die wollten das am Anfang nicht und dann trotzdem habe ich sie irgendwann überredet, weil das Blut, also das Benzin im Blut hast du dann trotzdem. Deswegen konnte ich sie dann irgendwann überzeugen und durfte dann halt auch selber mit dem Go-Kart anfangen und dann über die verschiedenen Formelklassen bis hin zur Formel 3, Porsche Cup und dann jetzt am Ende für AMG. Das waren also jetzt 16 Fragen von euch. Schreibt mir weitere Fragen in die Kommentare rein. Freue ich mich drüber. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Antworten gefallen haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.